In diesem Video möchte ich euch unseren Osobot vorstellen. Der Osobot Eco ist ein kleiner Roboter auf Rädern, der über Sensoren beispielsweise Farben erkennen kann und sich anhand derer bewegt. Ich zeige euch, wie der Osobot aufgebaut ist, was seine Grundfunktionen sind und welche Projekte ihr mit ihm umsetzen könnt. Das ist ein Osobot. Auf der Rückseite hat er einen USB-Anschluss, über den er geladen werden kann. Auf der rechten Seite ist er ein kleiner Knopf zum Ein- und Ausschalten. Vorne und hinten haben wir Abstandssensoren. So kann der Osobot auch andere Bots oder Hindernisse erkennen. Auf der Unterseite haben wir insgesamt 8 Sensoren. 7 für die Farberkennung und einen für die Erkennung der Linie. Durch seine 2 Räder kann sich der Osobot fortbewegen. Mit 6 LEDs und einem integrierten Lautsprecher sieht das Ganze auch noch schön aus und kann sich bemerkbar machen. Gesteuert wird der Osobot durch eine kleine Platine im Inneren. Um mit dem Osobot Spaß zu haben, braucht ihr außerdem Stifte und Papier. Zum Aufladen gibt es ein kleines USB-Kabel. Außerdem hilfreich sind diese Sticker mit Codeabschnitten und auch eine Übersichtstabelle mit den einzelnen Codes. Vor dem ersten Benutzen muss der Osobot kalibriert werden. Er muss lernen, was schwarz ist. Solltet ihr zwischendurch Probleme haben und der Bot bleibt nicht auf der Linie oder erkennt diese nicht, könnt ihr die Kalibrierung auch jederzeit wiederholen. Zum Kalibrieren setzt ihr den Osobot einfach auf den schwarzen Kreis, ihr könnt diesen auch selber zeichnen, und drückt den Startknopf für 2 Sekunden. Die LED auf der Oberseite leuchtet weiß und anschließend fährt er kurz im Kreis und sollte dann grün leuchten. Die Kalibrierung war erfolgreich. Bevor ihr nun aber richtig loslegt, noch ein, zwei kleine Hinweise für euch. Ihr solltet darauf achten, dass die Linien für den Oso ca. 5 mm dick sind. Die beigelegten Stifte machen es euch einfach. Eine zu dünne Linie kann vom Osobot nicht erkannt werden. Solltet ihr andere Stifte nutzen, testet vorher aus, ob die Farben erkannt werden und die Strichdicke ausreichend ist. Von allzu spitzen Ecken solltet ihr ebenfalls Abstand nehmen. Der Osobot kann dann nicht erkennen, wo die Kurve wirklich lang geht. Auch wenn die Linien zu nah beieinander sind, kann er durcheinander kommen. In unserem Osobot Starter-Set sind einige Kärtchen mit Aufgaben und Übungen dabei. Um mit den Codes und der Bedienung warm zu werden, habe ich mal 2 davon kopiert. Die Übungen helfen euch, die Codes zu verstehen und zeigen viele Möglichkeiten, die der Osobot so drauf hat. Ihr seht, ich lege mir eine Code-Tabelle daneben, um ein bisschen zu spicken. Das ist gerade am Anfang doch sehr hilfreich.
Ich möchte euch jetzt nochmal ganz genau zeigen, welche Dinge unser Ozobot kann und was ihr steuern könnt. Das erste ist die Geschwindigkeit. Von Super Slow bis zum Nitro Boost. Sagt eurem Ozobot, wie schnell oder langsam er über die Linien fahren soll. Dann könnt ihr eurem Ozobot auch vorgeben, in welche Richtung er fahren soll oder über eine Lücke springen lassen. Habt ihr ein Labyrinth aus Linien mit Kreuzungen, sagt ihr ihm einfach, er soll bei der nächsten Kreuzung nach links oder rechts abbiegen, um sein Ziel zu erreichen. Ihr könnt mit Freunden hier einfach mal ein Lückenlabyrinth zeichnen und dieses muss mit den richtigen Codes gelöst werden. Aber Achtung, links und rechts sollte man dafür im Kopf haben, nicht so wie ich. Ich hatte leider einen Denkfehler. Aber immerhin kann ich euch damit nun zeigen, was ihr machen könnt, wenn euch mal so ein Fehler unterläuft. Entweder ihr nutzt die mitgelieferten Sticker und klebt diesen einfach drüber, oder ihr nehmt ein weißes Papier und klebt es über die fehlerhafte Stelle. Vielleicht habt ihr ja auch selbstklebende Etiketten, dann geht das Ganze einfach ein bisschen einfacher. Natürlich testen wir das Ganze jetzt noch einmal. Und siehe da, wenn man links und rechts nicht verwechselt, dann funktioniert der Weg, den ich mir ausgedacht habe. So, und zum Schluss zeige ich noch ein paar Special-Funktionen. Ozobot kann nämlich auch eine gewisse Zeit warten, sich wild im Kreis drehen, im Zickzack oder sogar rückwärts fahren. Auch hier habe ich wieder einen kleinen Fehler gemacht, nur damit ihr ihn nicht machen müsst. Zeichnet die Linie nicht zu nah an den Rand. Der Ozobot verheddert sich sonst an der Papierkante und schiebt das Blatt weg. Nun könnt ihr schon viele Dinge mit dem Ozobot machen. Baut Strecken mit verschiedenen Kreuzungen, Geschwindigkeitsänderungen oder Pausenzeiten. Tauscht eure Strecken mit Freunden aus und lasst sie die Lücken füllen. Und vor allem, habt Spaß dabei! Ozobot kann aber nicht nur auf Linien fahren oder Farbcodes lesen. Wir können ihn auch am Computer vorprogrammieren. Dies geht mit osoblockly.com. Ich starte direkt, ihr könnt aber auch ein Tutorial durchgehen, um alle Funktionen kennenzulernen. Links wählt ihr als erstes eure Ozobot-Variante, in meinem Fall Eco. Die Zahlen 1 bis 5 darunter geben das Level der Programmierung an. Bei Stufe 1 findet ihr nur einige bildliche Blöcke, die kombiniert werden können. Auf Level 2 sind es dann schon Texte und ein paar weitere Möglichkeiten, bis hin zu Stufe 5, in der ihr auch mit Variablen, mathematischen Formeln und den Sensoren arbeiten könnt. Ich empfehle euch erstmal, auf den ersten zwei Stufen zu starten und euch langsam vorzuarbeiten. Wenn ihr schon mal mit Blöcken programmiert habt, zum Beispiel über Scratch, dann ist die Bedienung vielleicht schon etwas bekannter. Ich kombiniere hier einfach mal ein paar Bewegungen, Lichteffekte und einen Ton und füge dies zusammen in einen Loop. Also eine Schleife, die sich fortwährend wiederholt. Nun muss dieses Programm auf den Ozobot übertragen werden. Dazu haltet ihr den kleinen Roboter auf die weiße Fläche links unten und lasst ihn kalibrieren. Anschließend klickt ihr auf Load Evo und die weiße Fläche fängt an zu blinken. Haltet den Ozobot an die Fläche und die Übertragung startet. Bei mir dauert das Ganze knapp 40 Sekunden. Bei einem größeren Programm kann es auch länger dauern. Haltet durch! Ist die Übertragung beendet, könnt ihr den Ozobot auf jedwede glatte Oberfläche stellen und mit einem Doppelklick das aufgespielte Programm starten. Und schon flitzt unser Ozobot über den Tisch.
Damit habt ihr nun eine Übersicht an Funktionen des OSUBOTs. Und bestimmt habt ihr auch schon die ein oder andere Projektidee. Wenn ihr den OSUBOT einfach mal ausprobieren möchtet, dann kommt gerne Mittwoch zwischen 9 und 19 Uhr zum Open Lab Day und sprecht uns an. Wir freuen uns auf euch. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.